Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Oddworld. Wir haben hier vor der Riesenleiter Schluss gemacht in der letzten Folge. Sind im Sorgental, müssen wieder Mudokunst retten. Wahrscheinlich wieder ein ganz paar Minen betreten, Fettolein finden und alles, was so dazugehört. Jetzt ist die Frage, geht's hier drüben weiter oder oben? Ich würde erstmal noch ein Stückchen hochlaufen. Aber hier kommt nichts weiter, ne? Obwohl, wir können uns hier ranhangeln. Ui, das war knapp. Ach du Scheiße. Ah, das war klar, dass ich das nicht schaffe. Jetzt schaffe ich's. Na, ich hoffe doch, der Weg lohnt sich hier. Geheimareal gefunden, sehr schön. Gibt mir coolen Stuff, aber hier war erstmal nichts drin, außer ein Checkpoint. Die Kisten sind alle leer, aber wir haben einen Mudokon gefunden. Hier geht's wahrscheinlich nicht weiter. Da oben ist auch nichts mehr. Okay. Dann können wir den wenigstens gleich retten. Da sind noch mehr. Dann hat sich der Weg doch definitiv gelohnt. Wenn wir hier ein paar Leben retten konnten. Natürlich auch nicht so cool, wenn man hier oben liegt und krank ist, obwohl ich mich auch frage, wie die Minenarbeiter hier hochgekommen sind. Kann ja nicht der normale Arbeitsweg sein, den wir gerade gegangen sind mit dem Rumgespringe da unten. So, ich würde sagen, da ging es jetzt nicht weiter. Wenn das denn ihr normaler Arbeitsweg ist, na dann viel Spaß, wenn du früh mal ein bisschen verschlafen auf Arbeit ankommst. So, jetzt müssen wir mal schauen. Kann ich mich jetzt fallen lassen? Ja, okay. Hat geklappt. Dann machen wir hier weiter. Und schon wieder, ach nein, aber alles auf einmal gleich, ne? Slicks, Minen, das volle Programm. Wir machen erstmal hier bei den Mudokuns weiter und retten die noch. Ja, wir sind Ape und wir halten unser Versprechen. So ist das nun mal. Ja, sie hatten recht. So, jetzt musst du erstmal schleichen. Ja, na super. Ihr wartet erstmal. Ach, das... Ach, ich vergesse jedes Mal, dass die das hören. Bin ich ein bisschen doof. Hören die das auch hier? Ach so, aber wahrscheinlich... Eigentlich nur, wenn ich das gedrückt halte, dass es alle erwischt, weil dann wird der Kreis ja auch so groß. Vielleicht bin ich dann halt einfach lauter. Müssen wir mal ausprobieren. Ja, meine Lieblingsaufgabe. Ich hasse es. Ich hasse es wirklich. Aber ich hab's geschafft. Nein! Na! Ach, läuft ja super heute. Sollte man auch die Schleichentaste noch drücken? Ich weiß nicht, ob wir da oben irgendwas machen können. Wäre natürlich cool, wenn wir das zum Explodieren bringen könnten und das einfach alles direkt kaputt geht. Aber ich wüsste nicht, mit was wir draufwerfen können. Haben wir noch Bräuflaschen? Bringt Licht ins Dunkle. Ich kann die Fackeln auch werfen, ne? An sich brennt ja so eine Fackel. Ah. Hat natürlich nichts gebracht. Ah. Ja, ich lasse mich jetzt mal lieber sterben. Weil sonst bringt er hier noch die Mudokunst um. Okay, wir müssen es auf einem anderen Weg machen. Entschuldigung, ich muss mal eben kurz rumprobieren. So, jetzt schleichen. Langsam hin. Kurze. Jetzt. Wieder schleichen. Wir können die doch fesseln, oder? Hä? Was war denn jetzt? Es war nicht möglich, die zu fesseln. Ihr habt es gesehen. Ach Mist, das Spiel möchte mich heute. Mag mich heute nicht. Aber irgendwas war komisch. Also fesseln sollen wir die anscheinend nicht. Na gut. Gar nicht mal so einfach hier. Komischer Start, schwieriger Start. In der Folge, aber naja.
Es wird besser. Ja, nicht. Ich deaktiviere jetzt erstmal die ganzen Minen und dann hole ich meine Kumpels. Ich habe keine Lust, wenn ich die jetzt schon hole, dass ich denen nochmal sagen muss, warten oder die rennen in die Mine oder irgendwas wird wach. Ganz schön nah dran. So, es klappt aber auf jeden Fall mit den Minen langsam besser. Ich habe den Dreh raus. Dann jetzt fix wieder hochgeschlichen. Die Mudokunst geholt und unten ins Portal gestoßen. Wie sie dastehen, was machen sie denn mit ihren Armen? So, Freunde, kommt wieder mit. Hello. We've been expecting you, Abe. It's Abe. We'll be free. Ach, schön, wie sich immer alle freuen. Achso, wir müssen ja eigentlich nicht kauern. So sind wir ein bisschen schneller, Entschuldigung. Wir haben uns wirklich einen ganz schönen Namen gemacht hier. Bei allen Mudokons. Aber dass wir die jetzt teilweise nicht mal mehr in Klebeband einwickeln können, ist echt ganz schön doof. Aber ich kann ja auch von hier gar nicht chanten, weil dann kommt das Ding da oben. Und dann wären wahrscheinlich die Slicks wach. Das ist ein bisschen komisch. Ja, das wird nichts. Ich brauche nicht anfangen mit Chanten, da kriege ich einen Blitz. Naja gut, dann nehmen wir die erstmal noch mit. Ich hoffe mal, es kommt irgendwo anders noch eine Möglichkeit, die zu retten. Zumindest können wir jetzt hier erstmal wieder normal laufen. Es geht nach Fat Station nach links. Benötigt Fettoline, das werden wir gleich in der Mine drin kriegen. Wir haben hier wieder eine ganze Menge fliegende Slicks. Ach ja. Die bleiben da oben stehen. Ach Mist, die sind nicht dafür gedacht. Ja, super, die sind nicht dafür gedacht, dass die mit hier runterkommen. Gucken mal eben kurz hier hin. Alles abgeschlossen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich das Silbervieh schon längst hätte finden müssen. Hier können wir noch retten, aber die kommen halt nicht mit. Können wir bloß die beiden hier retten? Ach Mist. Verstehe ich noch nicht ganz. Wir haben noch keine Möglichkeit bekommen, diese Blitzdinger zu zerstören. Es muss irgendwas mit dem TNT zu tun haben oben. Aber frag mich bitte nicht, wie wir das auslösen. Hä? Na, geht doch mit. Ich habe euch doch das Portal geöffnet. Jetzt. Was haben wir denn hier hinten noch? Ein Gelee Royal. Und das war's dann aber auch. Ja, mal gucken. Ich hoffe mal, wir finden das Silbervieh noch zeitnah. Jetzt ist die Frage, ob wir erstmal hier... Na? Kommt nicht mehr hoch, oder was? Jetzt. Die Frage, ob wir jetzt erstmal in die Mine gehen. Und finden da vielleicht in der Hoffnung irgendwas. So. Kommt. Wir haben Angst, aber es war doch sonst nicht so schlimm. Naja gut, also wir sollen die anscheinend wirklich... Das hat er jetzt gemacht. Sollen die wahrscheinlich wirklich hier retten. Weiß halt nicht, was es für einen Unterschied macht, dass das eine gelb und das andere rot leuchtet. Blitzen tun die aber doch beide. Ja, jetzt sind sie nämlich wach. Aber es hat nicht geblitzt. Aber das Portal ist weg. Entweder weil wir einen Slick wach gemacht haben. Jetzt ist es rot. Jetzt wird es wieder gelb. Also hier unten geht's wohl doch. Okay. Dann scheint die Trennwand dazwischen was zu bringen. Naja, alles klar. Dann hat es doch funktioniert. Habe ich mir zu viel Gedanken drüber gemacht. Ja, mein Freund, nimm was von meinem leckeren Getränk. Und dir geht's gleich besser. Ah. Ah.
Nein, komm mit hoch, Mudokon. War wieder ein bisschen voreilig. Müssen mal hier ein bisschen schleichen, dass die wieder schlafen da unten. Okay, hier war eine Mauer dazwischen. Hier drüben auch. Jetzt geht's wieder los mit Hunden und diesen Mauern. Das kann nur beschissen werden. Ja, wach werden können sie. Binär, ein Einmal für verschiedene Geräte. Jetzt habe ich Angst, wenn ich drauf drücke, dass die Tür aufgeht. Hier oben kommen wir aber auch nicht weiter. Dann lassen wir die Hundis nochmal kurz einschlafen. Indem wir mal eben sagen, dass er hier wartet. Dass der zumindest in Sicherheit ist. So, beruhigt ihr euch auch nochmal? Ist doch gut. Beruhige dich. Geh schlafen. Irgendwie will er nicht. Ich hoffe doch, er schläft gleich wieder. Oder wir haben ihn jetzt so dolle verschreckt, dass hier gar nichts mehr passiert. So lange brauchen die ja eigentlich nicht zum Schlafen. Jetzt ist gerade Ruhe. Jetzt, okay. Dachte ich mir nämlich. Na, zum Glück habe ich nicht einfach so gedrückt. Naja, an ihm vorbeischleichen, hier hinten chanten. Und ihn durchlassen. Das müsste ja eigentlich klappen ohne größere Probleme. Ich schaue nochmal ganz kurz rechts bei dem hier rein. Aber hier ist nichts weiter, hier geht's nicht weiter, okay. Bitte jetzt nicht wach werden. Dankeschön. Ich wollte eigentlich erstmal dran vorbeilaufen, dass wir nicht ganz so nah am Hund sind, aber hier drüben kommt der nächste. Aber das Chanten weckt die ja zum Glück nicht. So, dich auch gerettet, jetzt müssen wir mal schauen, da oben war noch einer. Weiß nicht, ob wir von der Seite jetzt hier rankommen. Müsste aber wahrscheinlich. Ja. Bitte. Yeah, I'm Abe. Ach, wieder zu nah dran. Und der nächste gerettet. Schöne Sache. Jetzt haben wir hier noch einen Schalter. Wir drücken einfach mal drauf. Die Türen gehen wieder zu. Hilft dir dabei? Ja, das weiß ich alles. Dann machen wir erstmal hier hoch. Wir haben 3 Mudokons. Das ist ja relativ easy. Hier kommen wir ja einfach mit Schleichen durch. Ich dachte schon wieder so tausende Schalterkombinationen. Da wäre ich wieder dran verzweifelt. Und wir können hier eine ganze Menge Mudokons retten. Hoffentlich mal ein bisschen mehr als in den letzten Folgen. So, springt rein, meine Freunde. Dann machen wir hier wieder auf. Holen uns noch das Gelee Royal. Aber eigentlich hätte ich gedacht, dass wir hier noch Fettolein brauchen. Ansonsten kommen wir ja nicht weiter. Nur habe ich jetzt nirgendwo noch einen Weg gesehen, um Fettolein ranzuholen. Wir gehen nochmal hier hoch. Hoch. Aber hier links ging es ja auf jeden Fall nicht weiter. Hier oben war auch Schluss. Hm. Was sollen wir tun? Wir müssen wieder aufmachen. Wir noch mal ganz kurz chanten und mal durchgucken. Aber hier ist definitiv Schluss, hier oben ist auch Schluss. Nee. Also wieder zurück. Dann gucken wir jetzt doch noch mal hier rechts hinter. Hä? Warum ist denn der jetzt wach? Nein, nein, hör auf zu... Warum? Also das Spiel soll mal einer verstehen. Ach, also das verstehe ich wirklich nicht.
Eigentlich wären sie ja beim Chanten die ganze Zeit nicht wach, ich bin auch geschlichen und jetzt wären sie auf einmal wach. Das ärgert etwas. Vor allem, weil wir jetzt die ganze Mine nochmal machen dürfen. Na gut, jetzt wissen wir zumindest, wo alles steht. Das geht alles ein bisschen schneller, aber... Dass die sich nicht entscheiden können, ist ein bisschen komisch. Dann können wir hier erstmal kurz zumachen, dann sind wir zumindest auf der sicheren Seite. Falls sich das Spiel mal wieder denkt, nö, diesmal nicht. Wir können die hier in aller Ruhe heilen. Man kann halt gegen die Hunde auch so einfach gar nichts machen, ne? Das ist halt echt... Also klar, ist so gedacht vom Spiel, aber... Bitte! Die gleich immer alle ihren Helm verlieren, ne? Ah, ich bin wieder gesund, Feierabend. Nach einer Woche Kasse erstmal Urlaub. Helm weg. Und auf Wiedersehen. So, dann haben wir wieder alle Mudokons gerettet. Ihr dürft alle hier rein. Dann holen wir uns das Gelee Royal noch drüben und dann machen wir uns wieder raus. Ging ja zum Glück jetzt noch ein bisschen schneller als erwartet. Haben wir nicht ganz so viel Zeit verloren. Wozu jetzt der Schalter nochmal da ist, dass wir das auf und zu machen konnten, weiß ich nicht. Also entweder ist es vom Spiel generell so gedacht, dass man nicht in der Nähe von den chanten sollte. Probieren es jetzt nochmal. Jetzt schläft er auch, also... Frag mich nicht, was ich falsch gemacht habe. Gut, aber kein Fettolein. Das bringt uns irgendwie nicht so wirklich weiter. Weil wir brauchen hierfür das Ding... Fettolein. Sonst können wir nämlich hier nicht drüber fliegen. Ja, genau. Also nicht fliegen, ihr wisst schon. Überfahren, gleiten, wie auch immer. Ja, gute Frage. Eigentlich war das ja bis jetzt immer in den Minen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es diesmal nicht in einer Mine ist. Aber hier sind wir überall lang. Wir haben auch jeden Weg uns angeguckt, den es gab. Das Einzige wäre halt wirklich noch das TNT oben. Ich glaube, wir schauen uns das einfach nochmal an. Da vielleicht aber hochspringen, kriegen wir auf gar keinen Fall hin. Würde ich jetzt zumindest mal behaupten. Ja, das ist, nee, das ist zu hoch. Sind wir hier unten lang gelaufen? Ja, ne? Will ich nochmal eben kurz schauen. Oh nein, hier ist noch ein Mudokon. Entschuldigung, dann haben wir das übersehen. Aber ansonsten sind wir ja gleich von da oben gekommen. Also sehr viel mehr... kann nicht passiert sein. Ah. Ich chante dahin, das Ding blitzt und entfacht das Teil. Na, war zumindest mein Gedanke. Aber ich fand den Gedanken gar nicht schlecht. Nee, aber es ist zu schnell. Aber ich denke, das ist der Weg. Nur die Frage, wie. Ah, shit, 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 shit. Nein. Ah, wir haben einen Mudokon verloren. Es tut mir leid für den Guten. Warum der jetzt schon wieder wach geworden ist, ich verstehe es nicht. Es tut mir wirklich leid, aber... Ich verstehe es nicht. Gut, eventuell wäre das noch der Weg gewesen. Zuerst den abschießen. Und dann da oben drauf, ja. Das wäre also noch gegangen. Naja, gab es zumindest noch ein paar Zerstörerpunkte, aber so wirklich weiterbringen tut uns das ja auch nicht. Mal gucken, ob es jetzt klappt, ihn zu fesseln. Ja, jetzt ist er ermüdet. Es ist... Wir haben nur gestohlen, wir haben nicht gefesselt, ne? Ah, ich renne jetzt einfach an ihm vorbei. Ah, da ist ja noch einer. Scheiße. Ah,
Weiß noch nicht so wirklich, was wir jetzt hier machen. Wir sind da oben lang, aber ein Geheimareal haben wir gefunden. Weil effektiv ging die Map ja hier los. Ne? Wir sind hier hochgeklettert, sind da oben lang. Also das haut hin. Der Typ da unten pennt. Die werden jetzt anscheinend durch das Runterspringen wach, was ja aber sonst auch nicht der Fall war. Ja, und... Was soll ich machen? Er wird wach, sobald ich ihn fesseln möchte. Wenn ich ihn charnte, flippt das Ding hier drüben gleich aus. Und als ich an ihm vorbeirennen wollte, haben wir den Typen jetzt da hinten. Ich glaube, wir haben uns irgendwie eine ganz schöne Zwickmühle begeben. Weil der fängt nicht mehr an zu schlafen. An dem vorbeikommen tun wir auch nicht. Charnten kann ich ihn ebenfalls nicht. Und wir haben auch absolut nichts, was wir werfen könnten. Wir können nur probieren zu rennen. Okay, er buggt anscheinend. Dann können wir wenigstens diesen hier tun. Ja, das Einzige, was uns tatsächlich übrig bleibt, weil hier unten lang sind wir ja auch. Ich schaue nochmal eben, ob ich hier was übersehen habe, aber glaube ich eher nicht. Hier haben wir ja Mudokons bekommen. Aber sehr viel mehr ist hier auch nicht zu holen, ne? Nö. Ja, der einzige Weg, der uns übrig bleibt, ist tatsächlich nochmal in die Mine zu gehen. Tut mir leid, dass wir in der Folge nicht so wirklich vorangekommen sind, aber ihr seht es, manchmal ist es gar nicht so einfach. Ich hoffe doch, dass wir das Fettolein in der nächsten Folge finden. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis dahin, macht's gut.